Hallo, hallo, was geht, Freunde? Willkommen zurück hier bei Dead Space. Woran weiß man eigentlich, ob ein Space noch lebt oder dead ist? Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Dekontaminationskammer! Yeah! Ich freue mich! Super! Wundervoll. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Kontaminationssequenz abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Fuck you. Schema für mittleres Medipack. Warum hat er gerade nach oben geguckt? Isaac Isaacson? Das sind Köpfe und so. Das ist total krass, das Impulsgewehr. Fühlt sich so gut an, aber macht so wenig Schaden.
What the fuck? Rick Transcript. Rick für vorrangige Nachrichten nicht verfügbar. Transcript an verfügbarem Speicher übermittelt. Tempel. Tai, Jong, bist du da? Kraftausdruck. Verdammt nochmal! Was dauert da so lange? Die Zentrifuge ist immer noch offline. Wir haben keine Zeit mehr. Kein Rickling-Kontakt. Seit sie weg sind, Chief. Sind sie weg? Weil sie sind weg, nicht wahr? Aber wir haben sie mit allem bewaffnet, was wir hatten. Sie hätten sich gemeldet, wenn es Ärger gegeben hätte. Sind sie etwa in ein verkacktes Loch gefallen? Verdammt, wir haben eine riesige tektonische Ladung am Arsch kleben. Was, wenn wir die Gravitationsstrahlen ausschalten? Wir lassen die Ladung fallen und erkaufen uns so mehr Zeit. Ich hab's versucht. Wenn ich die Hälfte des Schiffkabels herausreißen will, muss ein Mitglied des CEC-Vorstands das ganze Erz abwerfen. Also der Plan ist, das ganze Erz abzuwerfen, damit wir leichter sind, damit wir nicht so krass auf den Planeten gezogen werden. Ich mein, dumm ist es jetzt nicht. Würde zumindest ich sagen. Aber ich bin jetzt natürlich auch kein Planetenabbau-Schiffsmechaniker-Experte. Obwohl wir so ziemlich alles sind mittlerweile. Sagen, das ist schwerelos. Schwerelosigkeit aktiviert. Warnung. Zentrifuge offline. Generatormodul bitte manuell anbringen. Sauerstoff? Okay, erstmal die Lage sondieren, Freunde. Ich erinnere mich noch ein bisschen vage an, was hier abging. Auch wenn ich nicht mehr so richtig weiß, was ich machen muss. Jetzt, nicht oben und unten durcheinander bringen. Leichte Arme. Okay, das hat ihm jetzt eher nicht gefallen.
Ich glaube, ich brauche Stase. Sauerstoff? Es geht nicht, weil das die ganze Zeit übelst dreht, ne? Aber wenn ich dafür Stase bräuchte, würde es nicht Sinn machen, dass dann hier so ein Stase-Ding irgendwo ist? Oder? Weißt du, wie ich meine? Weil momentan habe ich ja gar keine Chance, dann irgendwas zu machen, wenn ich das mit Stase anhalten muss. Oder übersehe ich was? Kupplung deaktiviert. Okay, ja. Das muss mit Stase ran. Schwerelosigkeit deaktiviert. Dude. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Hier gibt's. Bin ich doof oder was? Ist das hier Stase? Das ist Stase. Ihr habt nichts gesehen. Lass mich in Ruhe. Eins ist dran. Du.
Alright. Ich hoffe, sie haben genauso viel gekotzt wie ich gerade. Okay, und jetzt müssen wir das Ding neu starten. Das wird, glaube ich, sehr unangenehm jetzt. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Ich bin tot. Okay, wir müssen gucken, wie wir das machen, Freunde. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Kann ich bis da hinten hinrennen? Meh. Das war nur ein Test. Das war nur ein Testlauf, Freunde. Ich wollte nur gucken, wie lustig es aussieht, wenn man da stirbt. Die ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Gerade keine Zeit. Wir schaffen das, Freunde. Darf's ruhig ein bisschen schneller laufen. Holy Smackaroni. Ich weiß gar nicht, ob wir damals auch so oft da gestorben sind. Wow!
Fräulein. Decontamination Camber. Okay, Anzug. Wir könnten uns ein bisschen mehr Luft erklauen. Machen wir auch. Das war vorher noch nicht so. Was ist mit diesen scheiß Fahrstühlen? Sind die kaputt? Ich habe alles unter Kontrolle, Freunde. Geschafft. Isaac, das Treibstofflager ist entriegelt. Du kommst jetzt in den Maschinenraum. Toll. Freue ich mich aber. Wollen wir zwei kaufen? Momentan kommen wir ja klar. Momentan kommen wir ja klar, Freunde. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir noch für Anzüge brauchen. Da hinten geht's nicht lang. Hier geht's jetzt rein, ne? Jupp. Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit aktiviert. Hammond, ich habe die Sicherheitsdateien geknackt. CEC war hier nicht nur mit dem Abbau beschäftigt, ha? Was meinst du? Der Ausbruch begann in der Kolonie, nachdem die Abbauarbeiter ein Artefakt ausgegraben hatten. Irgendetwas Außerirdisches. Das ist unmöglich. Aber es würde erklären, warum der Zugang zu Aegis 7 verboten ist, oder? Befehl von Earthgov. Als die Bergleute das Artefakt fanden, klagten sie über Halluzinationen, Verfolgungswahn und Suizidgedanken. Aber die Ishimura nahm diesen Marker trotzdem an Bord, als hätte man es geplant. Warte, der Marker? Okay, Moment. Wo ist dieser Marker jetzt? Im Frachtraum. Fertig verpackt für die Auslieferung. Oh, hell no. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir vom Marker hören. Freunde, das ist aber ein ganz guter Punkt hier, um die Folge zu beenden, weil dann kann ich nochmal speichern. Ich hau mich jetzt ins Bett. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag oder zumindest eine gute Nacht. Wenn ja, schlaf gut.
Danke fürs Reinschauen. Da lass mir gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Hör auf die Stimmen. Hör auf die Stimmen.